Hallo bei Mieze TV. Der Winter ist jetzt langsam vorbei. Für viele beginnt jetzt wieder das Klettern auf die Bäume. Und einige haben vielleicht auch im Winter geklettert. Ganz egal. Wichtig ist es, einmal im Jahr mindestens seine Ausrüstung komplett durchzuchecken. Das Beste wäre natürlich am Winteranfang vom Einlagerer und im Frühling dann nochmal alles gegenchecken. Dazu gehört, dass man halt mal die ganze Ausrüstung ausbreitet und alle Karabiner zum Beispiel schaut, noch ganz nichts verbogen, wie sieht es aus, alle Bänder, wo man hat, richtig bewusst anschaue, ob sie irgendwo aufgerissen sind. Leichter Schnitt kann später tödlich sein. Deswegen lieber zu früh einer wegwerfen, wie was verpassen. Genauso auch die Seile sollte man auch regelmäßig komplett anschauen auf Beschädigungen. Wenn es mal verschmutzt sind, was ja auch vorkommt, dann nimmt man das Seil relativ locker, einfach in die Kiste rein. Dann mit Wasser auffüllen, zwei Tage stehen lassen, zwischendurch als mal ein bisschen durchwühle das Ganze. Nach zwei Tagen schüttet man dann das Wasser aus und versucht es irgendwo zum Trocknen aufzuhängen. Aber möglichst nicht in der Sonne. Gut ist natürlich Keller oder Speicher oder bei der Badwanne, weil es tropft ja noch. Und es braucht also 3-4 Tage, bis es wieder angenehm ist, das Seil. Also insgesamt mit dem Einwässern eine Woche finde ich gut, dass dann das Seil wieder einen Top-Zustand hat. Auch die Helme nicht vergessen, ob irgendwo Risse sind oder mal was war, was noch passt. Dann schaut man natürlich, ob man noch genügend Material überhaupt hat. Bei der Wurfleine habe ich mal als Ersatz immer noch eine Bauschnurverpackte dabei. Habe ich zum Glück noch nie gebraucht, aber für den Fall, wenn sie irgendwie mal verhakt beim Eiwerfer, dass man überhaupt eine Chance hat, wieder hochzukommen. Auch genügend Wurfbeutelchecker. Und natürlich alle wichtigen Teile, wie auch so Steighilfe, die Zähne noch alles dran sind, die Niete noch gut, ob man alle Sicherungen dazu hat. Mein Trickrace schaue ich auch regelmäßig an, ob irgendwo mal was ausgeschlagen ist oder ähnliches. Aber bis jetzt waren die immer top. Dennoch regelmäßig anschaue. Dann natürlich auch noch der Gurt, wie da alles aussieht und Ersatzgurte, sofern man welche hat. Dann sollte man auch nicht vergessen, also ich habe zum Beispiel bei meiner Kletterausrüstung auch immer Ersatzstifte dabei und die liegen da noch was jahrelang drin rum, trotzdem mal schauen, ob die noch gehen. Und für den Notfall natürlich auch noch Akkus drin. Da kann es auch mal sein, dass ich die mal ein Jahr oder zwei nicht brauche. Deshalb die auch mal wieder laden oder austauschen und checken. Ja, das war's dann. Ich habe heute noch viel Arbeit mit dem Checker und Reiniger. Ich hoffe, ihr schaut auch gut nach eurem Material. Und tolles Klettern, viel Spaß dabei. Tschüss, euer Mixi. Und es wäre toll, wenn ihr meine Filme teilt und ich versuche in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr was zu machen zum Klettern. Ihr könnt ja Vorschläge in den Kommentaren posten, was ihr gerne sehen wollt. Zum Beispiel Plan B auf dem Baum. Was macht man, wenn man nicht mehr weiterkommt, wenn alles verhakt? Tschüss!